Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 24. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die sind punktgleich mit uns, also die wollen auf jeden Fall auch nach Europa. Ich bin da so gespalter Meinung, also ich würde gerne, ja klar, wenn das passiert, nehmen wir mit. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann können wir uns nächste Saison nochmal weiter auf die Liga konzentrieren, komplett. Dementsprechend. Wir gucken mal, was passiert am Ende. Wir spielen, wie gesagt, gegen Frankfurt zu Hause. Was ich mal gucken wollte, ist, wie denn der Champions League aussieht. Weil das habe ich bis jetzt noch nicht einmal geguckt. Hier ist Champions League. Wir gucken mal. Spiele und Ergebnisse. Wer ist denn da? Bayern ist da, okay. Bayern ist auf jeden Fall im Viertelfinale noch. Und Barca, Inter, Newcastle und Real Madrid, die sind auch da. Man City und Man United, Arsenal. Ja, krass. Na, gucken wir mal, ne? Wie es da weiter verläuft. Oder bin ich mal gespannt, wo die Deutschen da hinkommen. So, hier sehen wir Gewinn und Verlust in der Bundesliga. Wir sind auf dem zweiten. 4 Millionen haben wir. Okay. Ja, also so wenig Verlust haben wir doch nicht gemacht, ne? Ich sag mal so, wenn wir jetzt die 4,73 Millionen auf dem Konto hätten, also ne, kein Verlust, nicht als Verlust gemacht hätten, ja, dann hätten wir auf jeden Fall plus 5 Millionen, ne? Aber von daher würde das ja gehen. Ja. Hab mir das schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein, ne? So, Bayern hat einen Plus von 37,5 Millionen gemacht. Ja, das ist ja. Bei Bayern ist das halt so eine Sache, ne? Wenn du einen Spieler verkaufst, kriegst du schon 30, 40 Millionen, ne? Deswegen, das ist ja so gesehen ein Wert eines Spielers. Eines guten Spielers. Bei Bayern. Und bei Bayern laufen überwiegend nur gute rum. So, Leipzig, ja, die sind auf dem letzten. Minus von 93 Millionen, ey. Ja, die können sich es ja leisten. Wenn die so ein Minus machen. Von daher, Dortmund hat 50 Millionen miese gemacht. Ja, aber wer weiß, können sie vielleicht ausgleichen mit der Meisterschaft, wenn sie das holen sollten. Bayern macht auch mehr Gewinn, wenn sie Meister werden, ist klar. Ne, macht Sinn. So, wir machen Gebot an Amiri. Mal gucken, ob die das endlich mal annehmen werden hier. So, Becker und Honorar sind in der 11. Woche, da freut mich. So, hier wurde abgelehnt. Ja, machen wir jetzt 3,4 Millionen. Ich hoffe, das nehmen sie wenigstens mal an. So, hier halten wir unsere Versprechen ein, wo die halt spielen. Scouting habe ich ja letzte Folge gemacht. Ja, dass die das jetzt laufend machen sollen. Ja. So. Ja, Ferrer macht ein gutes Training. Gondre legt den Ball am Gegner vorbei. Okay, das ist jetzt seine Methode. Also seine taktische Ausrichtung oder wie auch immer. Oder, nee, seine besondere Fähigkeit oder irgendwie so. Rodriguez schließt Intensivsprachkurs ab. Sehr schön. Der kann jetzt fließend Deutsch. Das ist super. Das ist immer gut für die Kommunikation. So, wurde abgelehnt. Ja, komm. Dann machen wir jetzt noch 3,6 Millionen. Oh, das akzeptieren sie. Ja, dann. Let's go. Wurde mal Zeit. Da steht zwar abgelehnt, aber meinen die davor. Ja, wir können Verhandlungen beginnen. Ich bin mal gespannt. Rotationsspieler ist für mich okay. So, wir gucken mal. Ausstiegsklausel? Nein. 3 Jahre. Hier würde ich jetzt auch mal hochgehen. Hier würde ich auch gehen. Vorlagenprämie auf 7.000, würde ich jetzt mal sagen. 1,65 Millionen, ne? Wir gehen mal hier auf 1,5. 1,9 will er haben. Dann gehen wir mal auf 7,1. 1,88, 1,76. Ja, nimmt er an. Sehr schön. Wer weiß, vielleicht hätte er auch bei 1,73 angenommen. Ja, gut. Aber gut, den Spieler haben wir auch dann für die nächste Saison. Sehr schön. So, Benisch, Reis, Buchmann, Vuskovic, Gondre. Ja, wäre ich für. Auf jeden Fall. Ich war auch am Überlegen, ob ich mal Benisch abgeben soll. Ne? Da war ich auch mal am Überlegen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, den Dings möchte ich gerne wahrscheinlich abgeben nächste Saison, den Königsdörfer. Aber da müssen wir auch mal gucken. So, England ist auf Platz 1, koeffizient. Ja, das hat doch was mit der 5-Jahres-Wertung zu tun, ne?
War doch irgendwie so. Ja, doch. Ja, das sind die fünf Länder, die ja zurzeit vier Koeffizient gesammelt haben. Ne? Die ersten zwei, was steht da? Ich glaube, die kriegen einen Platz mehr, ne? Ja, einen zusätzlichen Platz in der Ligaphase, genau. Ja, das ist ja jetzt anders geworden hier mit der Champions League. Ich glaube, in echt wird das jetzt auch nächste Saison. Ja. Das ist erstmal eine Umgewöhnung, ey. Deswegen, ich habe das hier jetzt nicht so gecheckt. Ja, ich glaube, dann die ersten. Wer kommt weiter? Die ersten sechs oder die ersten acht oder so kommen dann weiter und dann ist da auch eine K.O.-Phase. Ach, das ist so komisch halt, ne? Heißt halt so, ne, die ändern halt sehr vieles, ne? Aber gut. So, ach, Champions League wollte ich nicht. Ich wollte Europa League gucken. Wie es da so abgeht. Na, da wollte ich auch mal gucken. So, letzte Saison hat AC Mailand das Ding gewonnen. Ah, okay. Deswegen, ich glaube, da werde ich mal öfters jetzt reingucken. So, das ist Halbfinale, Hinspiel. Beşiktaş gegen Lille und Straßburg gegen Fiorentina. Okay. Oh, Liverpool ist da rausgeworfen worden. Oh, heftig. Trabzonspor war auch weit. War oh, krass. Wann waren die letzte deutsche Mannschaft dabei? Ha, war gar keiner dabei, oder was? Achtelfinale. Zwischenrunde. Freiburg. Okay. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Da würde ich jetzt mal sagen, Conference League. Wie sieht's da aus? Da hat Marseille letzte Saison gewonnen. Girona gegen Belgrad. Und Aston Villa gegen AS Monaco. Waren da die letzte deutsche Mannschaft dabei? Auch schon länger her anscheinend. Ja gut, also die deutschen Mannschaften, ja, die sind anscheinend nicht so gut. Also die Saison zumindest, ne, außer Bayern. Das sind die einzigen, die weiter sind irgendwie. Ja, ich glaube, also das mit der Ligaphase ist auch schwieriger, ne, da weiterzukommen. Da wird ja auch irgendwie also ich weiß, ich habe das jetzt nicht so verstanden. Ich glaube, da wird da ausgelost, wer gegen wem da so spielt. Ja, also die Gegner werden dann zugelost irgendwie. Ja, irgendwie so komisch ist das. Und dann spielt man gegen die und dann am Ende, auf welchem Platz man steht, ne, von der ganzen Liga. Die kommen dann weiter. Aber ich weiß nicht, welche Mannschaften da weiterkommen. Die ersten sechs oder was? Ersten acht? Ja gut, wenn Achtelfinale und so gibt's, ne? Dann müssten das ja 16 Mannschaften sein, die weiterkommen. Na gut. Kurios, kurios alles. Aber okay. Ich bin mal gespannt, wie das in Wirklichkeit wird. Also nächste Saison. Da bin ich echt mal gespannt. Was wollte ich gucken? Ich hab's vergessen. Ach ja, genau. Ich wollte mal mit den anderen quatschen hier beim Training. Genau, ich habe ja ab und zu mache ich das ja, dass ich ja mal mit allen das mache. Ne? So sagen wir mal alle 2, 3 Wochen. Ne? Armenisch habe ich jetzt gesprochen. Ne? Ja. Fofana hat auch richtig gut trainiert. Ja, das ist ja positiver halt, ne? Wenn Zielstrebigkeit hoch ist, ne, dann trainiere ich auch im Training richtig gut. Deswegen achte ich meistens auch darauf, dass die Zielstrebigkeit auch bei den Spielern hoch ist. Weil wenn du da so einen Jungen hast, der niedrig hat, ich glaube, Öztunali, ja, der hat 11, ne? Aber der trainiert auch immer Kacke. Pfeiffer, der hat auch 13, aber hat doch nicht damit zu tun, okay. Habe ich kurz Mist erzählt. Ja, anscheinend geht es auch darum, ob die spielen und sowas alles. Ne? Da kommt auch, glaube ich, auch noch darauf an. Dann haben die auch Bock auch zu trainieren. Ne? Also wenn die auch nicht spielen, dann haben die auch keinen Bock zu trainieren. Ne? Wenn die merken, ach, die zeigen gute Leistung, kommen aber trotzdem nicht rein. Aber ja, das heißt aber nicht, dass die ständig so kacke sein müssen. Ne? Können ja auch mal gut trainieren. Tut auch ihre Entwicklung ganz gut.
So, positiv. So, let's go. Ja, Köln gewinnt erstmal 2-1 gegen Leverkusen. So, was haben wir hier? Erwartung gegen Eintracht Frankfurt ist von den Fans und von dem Vorstand Remis. Boah, gucken wir mal, ne? Also, wie gesagt, gewinnen will ich immer. Unschieden finde ich noch, kann man machen, muss man nicht. Aber Niederlage, na. Oh, Suhonen hat ein Tor geschossen gegen Heidenheim. Sehr schön für ihn. Bukalfa hat 29 Minuten gespielt gegen Heidenheim. Dietz hat 56 Minuten gespielt und hat ein Tor gegen Elversberg gemacht. So, Reis kann 75 Minuten spielen. Jetzt ist halt die Frage. Erste Hälfte oder zweite Hälfte? Ich bin am Überlegen. Ich würde auch sagen, der Becker kommt mal von Anfang an rein, weil der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, letztes Spiel. Deswegen würde ich den mal von Anfang an reinsetzen. Ja, den Reis lasse ich jetzt mal drin. Ja. Ansonsten lasse ich die Elf wie im letzten Spiel gegen Gladbach. Obwohl nicht ganz, ne? Carstensen hat ja gespielt und der Ramos. Von daher. Aber gut. So, Rodriguez im Sturm. Ja. Passt alles sonst. Ah, der hat auch wieder so eine gelb. Boah, eine gelbe Karte. Ja. Genauso wie der Meffert, ey. Boah, Leute. Gegen Frankfurt jetzt. Ja, heute können wir da. Tiefere Pressinglinie, ne? Sollen wir? Ja, komm, machen wir dann mal. Vielleicht klappt das ja. So, Reis fehlt jetzt an Spielpraxis. Ja, die bekommt er ja jetzt. So, 75 Minuten ist empfohlen, ne? Das heißt, ich werde den wahrscheinlich nach... Boah, schwierig. Mal gucken, wann wir den rausholen. Je nachdem, wie es gerade klappt, ne? Ich sag mal so, wenn es richtig gut klappt, dann packe ich den auch schon nach der ersten Hälfte raus. Dann werde ich wahrscheinlich den Benisch einwechseln für ihn. Der hat eigentlich auch seine Sache ganz gut gemacht. Im letzten Spiel, muss ich sagen. Also, krass auf jeden Fall. Ja. Ja, nicht wundern, wenn ich jetzt gleich einmal kurz nicht rede, weil ich muss einmal kurz ein Schlückchen trinken. So, Frankfurt jetzt mit einer guten Freistoßposition, Philipp Max, aber der geht zum Glück drüber, weil die Mauer den Ball blockt, sehr schön. So, jetzt nochmal Eckball, auch für Frankfurt, wieder Max, spielt den aus. Ja, Nathan, hoher Ball auf Max, Flanke, ja, der Ball geht drüber und es gibt Abstoß. Frankfurt, 4 Schüsse direkt schon. Boah. Ging immer schnell. Ja, die wollen unbedingt den 7. Platz, ne? Die Frankfurter anscheinend. So, Buchmann jetzt erstmal. Gondre, Meffert, Becker. Auf Honorar. Ah, schade. Eckball. Aber der Honorar, der kommt immer mehr rein, muss man sagen. So, führt auch den Eckball aus. Buchmann. Ah, schade. Aber da gefällt mir mit dem Honorar. Der kommt immer mehr rein. Finde ich richtig gut. Berei, der ist sowieso mal gut drauf eigentlich. Obwohl, ja, notentechnisch 6,6. Aber okay. So, er segt ihm jetzt. Ja, linker Verteidigerposition. Da müssen wir wahrscheinlich auch was machen. Nächste Saison. Oliveira haben wir zwar, aber ja, müssen wir mal gucken. So, Ferrei erstmal mit dem Fehlpass. So, Götze. Tuta. Ja, die spielen ja mit der Dreierkette, die Frankfurter. So, Max. Mamusch.
Ah, was war das? Ich habe das jetzt nicht genau gesehen. Ist ein Hamburger da dran gekommen und dann in Gang kam hat den bekommen? Da müssen wir echt nochmal nachschauen. Also ich habe das jetzt nicht so ganz gesehen. Wir gucken nochmal. So, Max auf Marmusch. Ja, ich glaube, der Dings kam nur dran. Ich glaube, das ist der Buchmann, ne? Ja. Ich meine, das ist der Oh, MB macht ein Tor für Hannover. Das ist ja der, der eine Ausstiegsklausel hat. Oh, Honorar hat was abbekommen. Eine Knöchelprellung. Ah, da müssen wir den rauspacken. Königsdörfer kommt dann rein. Ah, bitter natürlich, ne? Ich hoffe. Ich glaube, das ist auch nicht allzu lange. So, jetzt Eckball für Frankfurt. Philipp Max führt ihn aus. Hoher Ball. Boah, der Pacho, der ballert einfach mal drauf, aber auch am Tor vorbei. So. Meffert 6,5 Note. Becker hat eine 6,8, genauso wie der Reis. So, immer pressen. Ja, Standards rausholen, ne? Ich weiß nicht, ey. Die sollen auch mal ohne Standards Tore schießen. Hier, oh, Rodriguez holt sich den Ball. Jetzt vielleicht, aber Trapp bekommt den Ball und es gibt Eckball. Schade. Schöne Chance von Rodriguez. So, Fehrer jetzt. Eckball. Ja, schade. Becker. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Ach komm, dann machen wir da mal mit den Standards rausholen. So, 0:1 zur Halbzeit. So, Ezequim ist ängstlich. Feray auch. Dann machen wir da mal. Ja, motivieren. Und let's go. So, Gondre. Ja, schade. Ja, laufen tut es jetzt gerade nicht so wirklich, ne? Aber man merkt, Frankfurt will das auf jeden Fall. Gondre kriegt die gelbe Karte. Freiburg führt auch 0:1 gegen Bremen. Noch 0:2 Freiburg. So. Tuta jetzt. Götze. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt gleich den Reis aus. No, Pacho, Jakic, Max, Marmusch. In Gang kam, aber der geht drüber. Aber war auch am Abseits, stand da gerade. So, jetzt vielleicht mal Vuskovic, Meffert, Reis. Becker, Rodriguez auf Königsdörfer. Immer noch Königsdörfer. Gondre, Reis, Meffert, Becker, Meffert. Ah, abgeblockt. Aber Meffert ist immer noch am Ball. Ezequem. Schade. So, was ist hier? Meffert, ja, von der Gelbsperre, ich weiß. So, Benisch kommt für Reis rein. Wir müssen dreimal wechseln. Nihuis kommt für Meffert rein. Wer spielt denn sonst noch schlecht? Gondre, da kommt der Oliveira rein. Weil er die gelbe Karte gesehen hat. Und ich kann keine Gelb-Rote gebrauchen. So, Benisch jetzt mit dem Freistoß. Der schießt! Aber Trapp bekommt den. Schade. Ein Wechsel machen wir gleich noch. Der Fera spielt heute richtig schlecht. 6,1 die Note. Deswegen werden wir den auch jetzt rauspacken. So, vielleicht kann Fofana da wat, noch irgendwie was reißen. Ne? Da wäre natürlich richtig nice. Wir gucken erstmal Larsson jetzt. In Frankfurt. Flanke. Chaibi bekommt den nicht. Max im Ball. Chaibi. Oh, abgeblockt. Es gibt Eckball. So, Max jetzt. So, Buchmann.
Jetzt vielleicht mal eine Konterchance. Buchmann. Immer noch Buchmann. Buße geht langsam aus, verliert den Ball und es gibt Ecke. Wenigstens etwas. So, Benesch jetzt mit dem Eckball. Ja, Trapp kommt raus und hat den sicher. So, Einwurf. Larsson. Tuta. Buta. Tuta auf Buta. Ah, auch kurios. So, Skrii. Immer noch. Boah, Latte. Aber der Ball ist noch im Spiel. Rausgeköpft, aber Buta auf Skrii. So, nochmal Nathan. Chaibi, Max. Flanke. Ezequim köpft den raus, kriegt den aber nicht ganz. Ja, Ezequim wird angeschossen. Jetzt vielleicht mal. Fofana. Verliert den Ball, aber hat den dann immer noch. Ah, ja, schade. So, Einwurf Oliveira. Benesch. Königsdörfer. Jetzt aber, komm. Fofana drüber. Schade. So, 5 Minuten Nachspielzeit. Können wir da noch das 1-1 erzielen oder bleibt es beim 0-1? Oder macht Frankfurt noch ein Tor? Kann auch passieren. So, Buta. Immer noch. Zurück auf Tuta. Larsson. Oh, gut gehalten. Ah. Nicht gut gespielt. Ich denke, ja, der Schiedsrichter, ich wollte gerade sagen, ich denke, das ist gelaufen jetzt, weil Frankfurt hatte den Ball. Ja, wir verlieren 0-1. Damit geben wir unseren 7. Platz ab. Den Platz für die Europa geben wir ab. Aber ist ja immer noch alles möglich. Ne? Die haben jetzt 2-3 Punkte Vorsprung, aber war ein 6-Punkte-Spiel halt, ne? Augsburg spielt auch noch, ne? Aber die können uns eh nicht mehr überholen. Doch. Ja, wie gesagt, theoretisch ja. Praktisch würde ich nein sagen. So, Dortmund gewinnt 1-0 gegen Hertha. Aber um mit amtlich zu machen, gucken wir auch gleich mal, was Augsburg noch macht. So, Hamburg, also wir verlieren 0-1 gegen Frankfurt. Bremen verliert 1-2 gegen Freiburg. Hoffenheim gewinnt 2-1 gegen Hannover. MB mit der Torschütze. Schon krass. Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Wolfsburg. Ja. 10 Punkte, ne? 4 Spiele sind noch, also 12. Je nachdem, was Augsburg macht, ist Hannover abgestiegen oder nicht, ne? Also wenn Augsburg gewinnt, ist Dings abgestiegen, Hannover. Wenn Augsburg verliert, dann kann Dings noch sich retten. Hannover. Aber dafür müssen sie jedes Spiel jetzt gewinnen. Die Hannoveraner. Gucken wir mal. Wer ist das Abendspiel? Nee, am Spiel war halt nicht. Bayern gewinnt 1-2 gegen Gladbach. Vidovic in der 92. Minute hat er da Tor geschossen. Die Rangers sind an ihn interessiert, ne? Richtig gutes Talent, ey. Boah. 1-0 geschossen, ne? So, Micke, erstmal Dompe hat 12 Minuten gespielt beim 2-1-Sieg. Micke Brenzisch hat 33 Minuten diesmal nur gespielt. Ja. Ja, aber wie gesagt, der hat richtig gute Werte eigentlich. Ja, deswegen, aus dem kann man locker was machen. Rechtsverteidiger ist der, ne? Ja. Müssen wir den auf der rechten Seite einsetzen. So. Feray. Ja. Der ist nächstes Spiel gesperrt. Kran, 11 Minuten gespielt. Harz hat 90 Minuten gespielt und hat auch das goldene Tor erzielt. Ja, beim 1-1. Da können wir ja auch mal ganz kurz gucken, ob da irgendwas safe ist. Nö, nee, da ist noch gar nichts safe. Okay. Auch der Aufstieg noch nicht. Schalke ist auf dem Relegationsplatz. 3. Platz sind sie. 4. Bochum. 2. Darmstadt. 1. Heidenheim. Ja, ja. Die meisten Tore Kleindienst mit 19 Stück. Na, ist klar, dass die dann 1. sind. Viper 13. Ja, der ist ja, glaube ich, geliehen, ne? Ja, genau. 27 Vertrag. Wäre auch was für uns gewesen. Eine Zielstrebigkeit. Der ist 17. Boah. Pressener Stürmer.
Kann da richtig gut. 1,92 Meter. Kompletter Stürmer ist der auch. Okay, Weitschüsse 10, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Der ist schon krass, ne? Was hat er denn Vertrag? Bevorzugte Rolle ist Zielspieler. Ah, okay. Ach so, Zielspieler ist seine Rolle. Bei wen? Okay. Was hat er denn da für eine Stärke? Also Verständnis. Ja, Zielspieler kann er auf jeden Fall, ne? Ja, krass auf jeden Fall. So, Milusevic. Geliehen von Stuttgart. 19 Jahre, Junge. 11 Tore schon geschossen, krass. Torvorlagen, Artig, Saliakas, Reitz. Ja, Reitz wäre auch einer, ne? Geliehen von Gladbach. Weil er oben am Mittelfeldspieler, ey. Boah, Leute. Hier laufen gute Leute rum. Option Vertragsverlängerung, ja. Ach ja, warte mal, hat der Viper irgendwie was im Vertrag beim Mainz? Ausstiegsklausel. 7,75 Millionen. Erlischt am 1.9.2025, okay. Aber wir haben ja den Quanzara jetzt geholt. Müller ohne Gegentor, 15 Spiele. Wer spielt denn so bei Schalke alles? Können wir ja mal gucken. Der Müller spielt, Aydin, Baumgartl, Ambrosius. Ah, spielt er doch nicht mehr da. Spielt er jetzt bei Schalke? Wegesser, der Wagner, Hugo, Tempelmann, Kasimir. Vertrag läuft aus. Scouten wir mal. Zwei Tore, zwei Vorlagen hat er bis jetzt gemacht. Wedraogo, den will ich haben. Den will ich haben, den Jungen. Ach, der ist so gut. Jean-Paul Ndiaye. Nur Joker-Einsätze bis jetzt, ne? Keke Top. Rotationsspieler. Paderborn möchte den haben. Der war auch ganz nice, ne? Entscheidung 10, okay. 21 Jahre alt. Ja, aber dem richtig gute Leute. Asmoun, ne? 19 Spiele, 6 Tore. Ist aber gerade verletzt. Warum können die so viel Gehalt zahlen? Achso, der ist Gehalt. Aber trotzdem, ne? So viel Gehalt, ey. Ja, anscheinend. Ja, die haben so. Ne? Keita, 9 Spiele, 8 Tore. Ist ja halt eher Stoßstürmer, ne? So. Ausstiegsklausel, einheimischer Verein in der höhere Liga, 5,5 Millionen. Ja. Gut. So, dann gucken wir mal auf den Sonntag. Schauen wir mal da. So. Amiri bestätigt Wechsel zum HSV. Sehr schön. Akzeptieren. Perfekt. So, Augsburg muss gegen Mainz ran. Mainz ist ja unser nächster Gegner. Union Berlin muss gegen Leipzig. So, sehr schön. So, Änderung des Trainingsplans. Ja, hier machen wir. No, Neues über Andresen, sorry. 75 Minuten gespielt beim 1-1 gegen Kaiserslautern. Augsburg gewinnt 2-0 gegen Mainz. Damit ist ja eigentlich Hannover abgestiegen. Ja, Hannover ist abgestiegen dadurch. Union Berlin spielt 3-3 gegen Leipzig. Wie gesagt, Augsburg gewinnt 2-0 gegen Mainz. Ja, aber wie gesagt, Hannover ist dadurch abgestiegen. 4 Spiele sind noch. Neue Trainer Teamgeist, genau. So. Ja, dann haben wir den Montag erreicht, liebe Leute. Das war's dann mit dieser Folge. Wie gesagt, wir spielen dann, haben jetzt auch noch 4 Spiele. Mainz, Augsburg, Bayern, München und Bremen. Also 3 machbare Gegner, aber gegen Bayern bin ich mir immer unsicher. Ne? Ist eine starke Mannschaft. Deswegen stehen auf dem zweiten. Die spielen noch ja, um die Meisterschaft mit Dortmund da. Da sind ja beide punktgleich. Aber dafür hat Dortmund mehr.
Bessere Tordifferenz. Naja, wir gucken mal, liebe Leute, in der nächsten Folge. Was wir gegen Mainz 05 machen, bin ich auf jeden Fall gespannt. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.